Herzlich willkommen zum Wodcom.de Wochenrückblick vom 14.04. bis zum 20.04. Wir starten die Themen und zwar mit einem Turnier. For Gold and Victory, ein 3 vs. 3 Clan-Turnier, wird von Jumbo veranstaltet und präsentiert. Es gibt in Summe satte Preisgelder in Höhe von 81.000 Gold. Jeder, der noch da mitmachen will, kann sich noch bis zum 21.04.2014 bewerben, also bis zum Montag. Solltet ihr also schnell machen. Es sind extrem namhafte Clans dabei, alles deutschsprachig. Also wer da Interesse hat, schnell bewerben. Das Entwicklertagebuch am 14.04. Mehrere Themen und zwar World of Warships. 10 bis 15 Minuten Gefechte sind hier angedacht. Also es wird etwas länger dauern als World of Tanks. Es ist möglich, dass die geschlossene Beta noch 2014 erscheint, wird aber eben am Ende sein. Ansonsten, es werden alle Panzer in HD konvertiert und leider der Sturmtiger wird eventuell erscheinen. Er hat aber momentan keine hohe Priorität. Das heißt, an alle, die den Sturmtiger sehnlichst erwarten, Daumen drücken, dass er bald erscheinen wird. Diesen Monat ist der Waffenträger auf E100 die Baumspitze. Das heißt, jeder, der den Panzer vergünstigt haben will, beziehungsweise natürlich auch den Rheinmetall und den Waffenträger auf Panzer 4, sollte das bis zum 1.5. erledigt haben, weil so lang ist der rabattiert. Im Entwicklertagebuch am 15. April. Roaming wird in nächster Zeit nicht erscheinen. Das heißt also, jeder, der sich mit den USA oder beziehungsweise den USA-Server beziehungsweise den russischen Server konkurrieren will, muss leider hier noch in Geduld sich üben. Und laut SERP sollten erste Havoc-Elemente in 9.2 kommen. Also bis wir das Thema Havoc wirklich in WoT sehen, dauert es leider noch etwas. Am 16. April gab es eine schöne Neuigkeit und zwar der Server EU1 steht wieder in Deutschland und ganz genau in Frankfurt am Main. Das heißt, jeder sollte oder hoffentlich am Frankfurt am Main bzw. auf dem EU1 einen besseren Ping haben. Ihr könnt es gerne auch nochmal hier in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so der Fall ist, aber aktuell sieht es da sehr gut aus. Am 16. April gab es auch wieder ein paar Leaks, diesmal zum Thema World of Tanks Blitz. World of Tanks Blitz wird ja die mobile Variante sein von World of Tanks, das heißt für iPad und die ganzen Tablet-PCs. Und man kann hier einfach mal so praktisch sehen, wie das Ganze aussehen wird. Es ist ganz ansehnlich, muss man schon sagen. Also wird sehr spannend werden. So, und im Entwicklertagebuch am 16.04. Es wird mehr Informationen zum leichten T54 Premium geben, wenn er die Supertestphase erreicht. Also mittlerweile sollte es bekannt sein, dass ein T54 Premium angedacht ist, der eben etwas sozusagen natürlich reduziert oder verschlechtert ist dem normalen T54 gegenüber. Und der Patch 9.0 oder 090, je nachdem wie man es titulieren will, hat keine Änderung am Tarnsystem mit sich gebracht. Also jeder, der da das gedacht hat oder es, sag ich mal, gemunkelt wurde, muss man sagen, nee, Tarnsystem genauso wie bisher. Im Entwicklertagebuch am 17.04. Es ist nicht nötig, die britischen Heavys zu buffen. Abgesehen von Tier 10 machen sich alle statistisch gut. Das heißt also, hier wird es erstmal keine Buffs geben bei den britischen Heavys. Der KV-1S wird zweifellos genervt, aber jedoch nicht in Patch 9.1. Und es ist auch nicht entschieden, ob der E25 genervt werden soll. Also auch das kann noch auf uns zukommen, dass der E25 etwas verschlechtert wird. Etwas in Eigenwerbung. Es gab ein Let's Play zum Thema Su-85i. Also jeder, der den Panzer sehen will, der ja mit dem Patch erschienen ist, kann sich hier das Let's Play auch gerne anschauen und dann da überlegen, ob er denn einen Einkauf tätigen will oder nicht. Das Entwicklertagebuch am 18.04. Der Hangar erfordert sehr viel Arbeit der Grafikkarte. Dieser wird optimiert mit Patch 9.1, 9.2. Also aktuell, wer da Probleme mit der Grafik im Hangar hat, einfach Geduld, dann wird es schon wieder besser sein. In Zukunft wird es möglich sein, HD-Modelle nicht herunterzuladen. Das heißt also, auch hier wird es dann für alle mit einer etwas schlechteren Internetanbindung die Möglichkeit geben, das Ganze hier ressourcenschonend trotzdem weiterhin World of Tanks zu spielen. Und Patch 9.1 wird eher ein Patch sein, welcher die Bugs von 9.0 fixen wird. Also hier mit 9.1 dürfen wir uns wohl über nicht allzu viele Neuerungen freuen, beziehungsweise ein paar kleineren, weil wie gesagt, es ist bekannt, dass 9.1
9.0 sehr viele Probleme mit sich gebracht hat. Im Entwicklertagebuch am 19.04. wurde sehr viel von Viktor Kiesli, seines Zeichens Geschäftsführer oder beziehungsweise CEO von Wargaming, gesagt. Das war ein großes Interview und ein paar der Punkte. WoT wird nur für die Xbox kommen, da Wargaming einen Exklusivvertrag mit Microsoft hat. Eine Xbox-Version von WoT kann nur kommen, wenn die Konsole 10 bis 20 Millionen Nutzer hat. Davor ist es unmöglich, ein Free-to-Play-Spiel dafür zu machen, da die Entwickler nicht an dieser Version und Viktor Kiesli kann nicht versprechen, dass sie es in einem Jahr tun werden. Microsoft muss die Plattform angemessen entwickeln. Das heißt, eure aktuellen Xbox One-Nutzer müssen sich noch auf jeden Fall eine lange Zeit gedulden, bis man auch World of Tanks hier sehen wird. Und Wargaming erkennt die Probleme in World of Warplanes, aber sie geben das Projekt nicht auf. Viktor Kiesli gibt zu, dass es einige schwerwiegende Bugs gibt, aber Wargaming arbeitet konstant daran, diese zu beheben. Also auch hier an die World of Warplanes-Fraktion. Das Spiel wird definitiv weiterhin verbessert und optimiert und ich glaube, man kann schon sagen, sie sind auf einem richtigen Weg. Am 20. April gab es eine schöne Neuerung und zwar präsentiert euch WoTcom aktuell auch immer die neueste Ausgabe von For Gold and Victory. Das heißt, jeder aktive Clan War und CW-Spieler wird hier einmal in der Woche einen kleinen Informations-Update bekommen, was auf der Weltkarte passiert. Dieses wird von Datasi gemacht, also eine sehr schöne Sache, könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Und wie gesagt, auch Datasi hat hier eine Zusammenfassung geschrieben, die es in sich hat. Also solltet ihr auf jeden Fall ansehen, sofern ihr denn CW interessiert seid. Die letzte Neuerung oder letzte Neuigkeit am 20. April. Ich habe meinen Modpack auf Version 0.090 gebracht, in Version 1. Das ist sehr, sehr ähnlich, wie es auch mit 0.8.11 war. Also jeder, der da das schon hatte, kann sich auch gerne wieder das Ganze runterladen für die Version 0.9.0. So, dann sind wir aber auch nun fertig. Ich hoffe, es war wieder sehenswert und würde mich natürlich freuen, wenn das Ganze kommentiert und auch den Kanal abonniert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.